زبان باز کنم از چه بخوانم من که مدفون زمانم چه بخوانم چه نخوانم چه بگویم سخنش که زهر است بکامم وای از اون مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیست شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم من که مدفون زمانم چه Es gibt natürlich mit Renate auch viele schöne Sachen, zum Beispiel gemeinsam lernen, gemeinsam kochen, gemeinsam essen, gemeinsam reden miteinander, wir drei. Was machst du, Renate? Ich trockne die Zwetschgen. Wie heißen denn die bei euch? Bei uns heißt Alubalu. Auf Persisch Alubalu? Ja. Und was macht ihr damit, außer essen? Wir machen von dem Gestar. Gestar? Gestar, ja. Ist das sowas? Ich zeig dir Gestar auf Österreichisch. Ja, zeig bitte. So. Ich bin sehr glücklich, wenn ich mit Ihnen wohne hier gemeinsam und mit Renate. Ja, die sind wirklich sehr fleißig. Die arbeitet viel und ist viel zu tun. Und ich wollte mitmachen, eigentlich. Ja, seit einem Monat habe ich auch viele gemacht, auch in meine Deutschkurse gemacht. Wenn du mal Profi bist, dann kannst du so umdrehen, ohne Stoppen. Ja. Nicht drehen jetzt. Wieso? Du darfst nicht drehen. Stopp, immer in der Ecke stoppen. Du musst immer schauen, wenn du ein bisschen nähst und schaust da unten, ob die Faden von unten auch okay ist. Der Faden. Der Faden. Danke. Bitte? Egal, jetzt musst du nicht durchlernen. Mein Leben in Afghanistan. Ja, habe ich Arbeit angefangen. 6 Jahre, 7 Jahre war ich. Und dann, ja, so als Schneider. Taschen machen. Rucksäcke und sowas. Das ist das Problem, dass ich nicht schlafen kann. Das ist meine Familie, Afghanistan. Ich vermisse meine Familie sehr. Öffnet die Blume ihre atemberaubend schöne Blüte. Wenn es so schlecht geht, dann sie liest manchmal die Buch von Kleinen Prinz. Ja. Und dann schlafe ich so ein. Wir sind gerade im Zug. Ich habe heute eine Prüfung. Ich bin gut vorbereitet eigentlich. Mein bester Traum ist, mein bester Wunsch ist, dass ich eine Chemiker werde. Ja, sie zeigt mir, wie ich mein Ziel erreichen kann. Sie hilft mir auch beim Sprache, so Sprache lernen. Und auch sie zeigt mir, wie ich schnell so studieren kann. Ja, und so eine solche Sache, sie hilft mir. Das erste Mal, dass ich sowas sehe, Renate. Wirklich? Wirklich. Seit langem wollte ich sowas mal ansehen. Das ist ganz ein gesundes Heilmittel. Wenn das gut wird, die Frisur, dann würde ich vorschlagen, dass du das Foto mitnimmst zum Bewerbungsgespräch. Hm? Mhm. Nächste Woche. Ja. Oh, Hilfe! Box ist das Einzige und Kickbox ist das Einzige für mich in meinem Leben. Sie hat für mich eine Probetrainings organisiert. Das war sehr, sehr für mich gut. Und diesen Sport werde ich weiterentwickeln. Bis weit es geht. Weltmeister, Europameister, Champion in der Welt. Das ist mein Ziel, wie Tyson ist. Und ich gebe die Flamme auf den Tosante. Begrüßen wir.
jetzt leben wir da zusammen und uns geht es eigentlich gut. Ich kann sagen, mein Leben hat sich wesentlich verbessert. Es ist spannender, unterhaltsamer geworden, nicht mehr so eintönig. Es ist Leben ins Haus gekommen und das finde ich sehr schön. Jetzt nach 3 Jahren schauen, okay, wie das ausschaut alles. Ja, ganz aber gleich, oder? Ganz gleich, aber ich bin irgendwo anders. Ich habe dich getroffen. Deutsch gelernt, Sprache, Arbeiten, alles Neue. Ja, du kommst gut aus mit Schafen. Ja, kann gut. Hast du auch erlebt, wie die seine Haare auch schneiden so? So, das war schon deswegen, die Haare. Deswegen, er ist Schneider Friseur. Worden. Friseur. Ja. Also, du kannst die Haare, ja, du kannst die Haare, die Schafe scheren, heißt das? Mhm. Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Ja, weil die nicht ruhig sind, die zappeln ja. Ja, und dann nicht so tief, weil die Haut von Schaf ja, nicht schneiden. Ja, nicht verletzt wird. Ja. Es ist so etwas Bereicherndes, Pflegemutter zu sein. Es ist wirklich eine Bereicherung in meinem Leben. Es ist natürlich auch Arbeit und Aufwand und Sorgen manchmal. Aber es ist ganz viel dabei mit Lachen und mit Herzlichkeit und mit etwas erfahren, was sonst eigentlich für mich nicht erfahrbar wäre. Ich mag zum Beispiel sowas, Gedichte schreiben, weißt du? Ich schreibe verschiedene Gedichte, manchmal ich singe, zum Beispiel nach dem Essen. Ich einfach kommt ein Lied und ich singe. Ja, eigentlich ohne Musik geht nicht unser Leben. نیست شوری که زبان باز کنم از چه بخوانم من که مدفون زمانم چه بخوانم چه نخوانم چه بگویم سخن شهر که زهر است بکامم وای از اون مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیست شوری که زبان باز کنم از چه بخوانم من که مدفون زمانم چه بخوانم چه نخوانم چه بگویم سخن شه که بکوبیده دهانم